So, hallo und willkommen zurück zu Gamma Energy. Jetzt in diesem Level. War gerade auf Klo. Okay, gut, brauche ich dich nicht groß zu interessieren eigentlich, aber wollte ich nur anmerken. Ich frage mich, wie man sowas programmiert, dass der mehr als einen schießt. Good. Now use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Den nehme ich schon mal mit. Den muss ich dann da hinten abgeben. I understand. Ah, machen wir das hier. Schieß! Und treff bitte, bevor ich da vorne reingefahren bin. Ja. Gut. Jetzt müssen wir nochmal fahren. Ich glaube, wenn man richtig gut ist, hätte man das sogar bei der ersten Hinfahrt schon machen können. Schon schaffen können. Wenn man direkt gewusst hätte, was man machen muss. Hätte man direkt hier, bam, Knopf nehmen. Ja, jetzt eigentlich schon dumm. Nehmen, da hinstellen. Wäre durchgeflogen und dann da. Aber gut, kann sein, dass es vielleicht leicht knapp wird mit diesem Grill. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Naja. Ach ja, zu den. Ich habe mir gerade die Challenges angeschaut, wo ich immer mehr unlock mit hat. Weil ich die ganze Zeit immer mehr unlock. Und mir ist aufgefallen, das sind, schätze ich mal, einfach Bonus-Maps. Das sind im. Einfach die alten Chambers quasi in schwererer Form. So wie die Advanced Chambers vom originalen Spiel. Das hier sind Challenges. Und naja, das sind die gleichen Challenges wie vom Originalspiel. Und ich glaube, dass ich die nicht machen werde. Weil ich bezweifle, dass ich dafür irgendwas kriege. Und das Interessante ist hier Advanced Challenges. Ich vermute jetzt einfach mal. Obwohl, nee. Es scheinen nicht die Advanced Chambers zu sein. Oder? Doch, ich glaube schon, aber es sind nicht alle Advanced Chambers, nur gewisse Advanced Chambers, die dann nochmal in Challenge Mode gemacht sind. Also das mache ich dann wahrscheinlich nicht, weil das hat mir im normalen Spiel schon gereicht und hier kriege ich kein Achievement für. Also von dem her, wenn das Spiel irgendwann ein. Es gibt ja bislang einen einzigen Portal Mod, der auf Steam erhältlich ist, das ist Rexaura. Und das hier ist ja bislang nur ein Mod, den du entweder bei der Mod-DB runterlädst oder du holst ihn dir per die Sucher. Und die Sucher hat keinerlei Achievements oder so, also brauche ich da nichts machen. Aber wenn das hier irgendwann auf Steam erhältlich ist und Achievements hat, dann würde ich das auch machen. Aber ich hoffe einfach, das passiert nicht. Weil das ist echt nicht schön. Oh. Oh, hier muss ich was machen, was in Portal 1 eigentlich gar nicht so gut funktioniert, aber gut. Da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. In Portal 2 funktioniert das irgendwie besser, weil die Portale sich, was das angeht, besser verhalten. Und man immer komplett gerade gleich durchfällt und nicht so wie hier es sein kann, dass man es manchmal eben nicht tut. Ah. Gut. Das ist zu. Dann muss ich das jetzt nochmal machen. Interessant ist, ich glaube, das Level hier besteht nur daraus, sowas zu machen. Ja. Ah, fuck. Das war nicht so schön. Gut, hier muss ich es in dem Sinne ja nicht 100% machen. Oder, naja. Lege ich jetzt einfach hier hin, dann springe ich hier runter. Und dann bin ich fertig. Yay. Yay. Party. 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 Ich habe vergessen, den Timer zu starten. 4 Minuten. Okay. Starten. So.
Survival apparatus vent will deliver a weighted companion cube in 3, 2, 1. Hätt's mir ja früher sagen sollen, dass ich instant reagieren muss. What the fuck? This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Das ist interessant. Das stärkt die Bindung sogar noch mehr, dass er mir mein Leben rettet. Die Bindung zum Würfel. Oh. Okay, dieses Chamber ist verdammt voll mit den Turrets. Ich kann dich gerade nicht mitnehmen, Cube. Bleib einfach hier. Hä? Ach doch. Das habe ich doch von da aus nicht gesehen. Weißt du, ich schaue überall hin, aber nicht nach da oben. Okay. Ich mag meinen Cube. Ich finde, er hat zu wenig Auftritt im zweiten Teil. Wow, das ging schnell. Kommt mir einfacher vor als die Original-Map aus dem Originalspiel. The symptoms most commonly produced by Enrichment Center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Vital testing apparatus destroyed. Oh. Ich nehme dich mit. Ich mein Cube. Und ich gehe fast von aus, dass ich dich auch noch brauche. Es wäre nicht umsonst möglich, dich mitzunehmen, wenn ich dich nicht noch brauchen würde. Okay, dann haut's den da dagegen. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the Enrichment Center urges you to disregard the advice. Er kann nicht sprechen. Wenn er es doch tut, dann höre ich auf ihn. Warum sollte er es doch tun? Ah! Muss sowas denn immer passieren? Muss das Ding denn ausgerechnet so fliegen, dass es mich umbringt? Na fuck. Gut. Easy. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Okay. Tschüss, mein Freund. Wir sehen uns irgendwann anders wieder. Time out for a second. That wasn't supposed to happen.
soll ich denn? Das müsst ihr mir schon sagen, dass ich den Raum verlassen soll. Rauchen und Explosionen reichen nicht für mich aus, um mir da zu sagen, dass ich den Raum verlassen soll. Soll der so leuchten? Coole Musik. Heißt, ich soll abhauen. What the fuck, schaut die Tür pixelig aus auf der Grafikeinstellung. Ist das interessant, dass hier einfach schon Hinweise gezeichnet wurden. Oh, okay, Kameras. Muss aufgemacht werden. Und ich soll erst hier hoch. Um es aufzumachen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist hier irgendwas, wo ich es öffnen kann. Hallo Fliege. Ja. Lass dich doch nicht von dem scheiß Stuhl behindern, du Depp. Habe ich das falsche Portal gesetzt? Ich denke mal schon. Okay, muss ich durch? Auch nur in Teil 1 vor, in Teil 2 gab es ja einfach gar nicht mal diese Dinger. Du bist kaputt? Du kannst gar nicht schießen. Kannst du da... Upsala! Das wollte ich nicht, immer wissen, ob du da reinfallen kannst. Ich glaube irgendwie, die sind nicht defekt. Die sehen nicht so aus, als sie Permalaser machen. Au. So, ihr seid böse, also werdet ihr sterben. Oh, Ladedaten. Fliege. Okay, er hat den Raum exakt nochmal genauso hier in dieser Version aufgebaut. Oh, mal, da oben ist sogar eine Tür. Aber nicht öffnungsbar. Gut. Immer so, wenn Ladedaten ist, dann wechselt man ja streng genommen die Map. Das heißt, wenn man nach hinten geht, dann müsste das, was hinten ist, naja, ist quasi auf der Map dann theoretisch nochmal aufgebaut. Okay. Warte. Okay. Ich verstecke mich hinter den Cubes. Ja, klar. Activated. Searching. Funktioniert.
Ist der? Ne, der ist zu, okay. Puh. Siehste, man sollte mir keine Cubes geben! Okay, gut, die Scheibe ist noch dicht. Dicht vor allem. Hinter der Scheibe ist aber nur meine Scheibe. Hab ein bisschen geblutet. Willst du mich jetzt verarschen? Okay. Er hat's aufgeschossen. Ich dachte, ich muss die andere dazu bringen, es aufzuhören. Das war dumm von dir, aber verdammt dumm von dir. Okay, das ist eh dieses Panzerglas, das lässt sich eh nicht zerschießen. Damit erzeugen wir hier kurzzeitig eine Treppe. Da ich da hoch nicht schießen kann, aber trotzdem da hoch kommen muss, würde ich mal fast sagen, ich brauche alle meine Cubes. Aber alle. Kann ich den nochmal drücken? Okay, warum zur Hölle kann ich mir da endlos von den Turbits holen? Soll ich mir einen Turbit-Turm bauen oder was? Ich glaube, auf Turbits lässt sie nicht so gut stehen wie auf Cubes. Hier ist nirgends Portalfläche, ja geil. Kann ich gar nicht. Muss ich, muss ich alles extra laufen für jeden Cube. Für jeden Cube extra rennen. Für jeden Cube. Gut. Naja, ob 3 Cubes da reichen. I don't know. Ah. Boah, das ist verdammt. Oh. Alter, ist das instabil. Ist das ihr Ernst? Wollen die wirklich, dass ich mir jetzt einen Turm baue aus jedem Scheiß, den ich erfinde? Das heißt, aus im Endeffekt allen von diesen Türmen. Ja, einen Tisch kann ich nicht nehmen, kann ich nur schieben. Und ich glaube, ich kann ihn nicht die Treppe hochschieben. Das wäre ein bisschen, bisschen nicht so easy. Einen Tisch eine Treppe hochzuschieben. Außer. Nein, ist nicht die Logik, dass du mit Objekten das Ding viel leichter bewegen kannst. Schade. Oh. Jetzt verstehe ich. Hier ist Portalfläche. Hätte sonst, glaube ich, auch zu lange gedauert. So, nehmen wir erstmal alle mit. Und dann schaue ich, ob ich irgendwie mit denen eine Treppe bauen kann. Wie auch immer ich das genau anstellen will. Also normalerweise, es müsste eigentlich auch möglich sein, mit einem hochzukommen, weil es gibt da ja so einen Trick. Aber den kriege ich, glaube ich, nicht hin. Bei der Höhe muss ich den Trick ewig oft anwenden. Das kriege ich nicht hin. So gut kann ich das nicht. Jetzt fall halt nicht runter, bleib halt da oben drauf liegen. Oder bleib halt, wenn ich dich in meinem Dingens hab, bleib dann da halt drin.
damit ich dich mit hochnehmen kann. So. Ja. Ja, gut. Dann bin ich ein bisschen scheiße. Dann waren die ganzen Cubes da mal weg. Okay. Alle mal irgendwie aufeinander legen und hoffen, dass ich einen großen Stapel da rauskriege. Ja, groß ist relativ. Darauf nun den Cube setzen. Dann theoretisch auf den Cube noch ein Cube und noch ein Cube und noch ein Cube und noch ein Cube und noch ein Cube. Ich meine, rein theoretisch, wenn dieser Turret-Spawner endlos spawnt, dann könnte ich diesen Raum einfach mit tausenden Turrets füllen und dann ist er voll, aber da kannst du Turret-Bart nehmen. Aber das ist doch nicht ernsthaft, weil das ist ja schon etwas arg übertrieben. Ah! Ah doch, da oben ist Portalfläche. Oh. Ah. Okay. Vielleicht brauche ich auch dafür das eine Turret. Egal. Also im nächsten Part geht's dann weiter. Hoffentlich war das der richtige. Mit diesem Turret hier. Also würde ich sagen, wir hatten nicht vergessen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.